Basel ist eine Kulturstadt. Bei 40 Museen auf gerade mal 37 Quadratkilometern bietet Basel eine unglaubliche Museumsdichte an. Bei einer solch großen Auswahl könnte man schnell den Überblick verlieren. Deshalb zeige ich euch jetzt, welche vier Museums-Highlights bei einem Basel-Besuch auf keinen Fall fehlen dürfen. Das Kunstmuseum Basel beherbergt die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Im Hauptbau aus den 30er Jahren von Rudolf Christ sind unter anderem die Sammlung beheimatet, aber auch das Kupferstichkabinett, Werke von Hans Holbein dem Jüngeren, Böcklin, Van Gogh und Picasso. Im Neubau von Christ und Ganzenbein befinden sich die Sonderausstellungen. Beide Gebäude sind mit einer unterirdischen Galerie verbunden. Das Museum Tangeli am Rhein kann eigentlich mit einem einzigen Wort beschrieben werden: Bewegung. Es beherbergt nämlich die größte Sammlung der Werke des Schweizer Künstlers Jean Tangeli, dem Begründer der Kinetic Art. Er schuf seine maschinenartigen Skulpturen aus wiederverwertbaren Materialien, zum Beispiel auch den Brunnen im Stadtzentrum von Basel oder die Fontaine Stravinsky vor dem Centre Pompidou in Paris. Neben den Werken von Jean Tinguely zeigt das Museum auch eindrückliche Sonderausstellungen. Der Museumsbau wurde übrigens vom Stararchitekten Mario Botta entworfen. Und bei entsprechenden Temperaturen lässt sich ein Museumsbesuch perfekt mit einem Schwung im Rhein abrunden. Die Fondation Bayle ist das meistbesuchte Kunstmuseum der Schweiz und hat eine riesige internationale Strahlkraft. Ihre Sammlung umfasst Werke vom Impressionismus zur klassischen Moderne bis hin zur Gegenwartskunst. Das Museum ist bekannt für seine hochkarätigen Sonderausstellungen und bietet exklusive Kunsterlebnisse für Besucherinnen und Besucher jeden Alters. Die Fondation Bayle verdankt ihre besondere Anziehungskraft der Verbindung ihrer bedeutenden Sammlung mit einer faszinierenden Museumsarchitektur, eingebettet in eine bezaubernde Landschaft. Mit dem Tram erreichen Sie die Fondation Bayle in Rien übrigens in wenigen Minuten ab dem Badischen Bahnhof in Basel. Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein zählt zu den führenden Museen seiner Art. Die Buslinie 55 bringt Sie vom Claraplatz oder dem Badischen Bahnhof innerhalb von nur 20 Minuten direkt zur Haltestelle Vitra. Im Vitra Design Museum finden jährlich 2 bis 3 Ausstellungen zu historischen und aktuellen Entwicklungen des Designs statt. Auf dem Vitra Campus stehen das erste Gebäude von Frank O'Gary in Europa, der erste Bau von Zaha Hadid überhaupt und viele weitere interessante Bauten. Das Vitra Schaudepot, welches sich ebenfalls auf dem Vitra Campus befindet, wurde von den Basler Stararchitekten Herzog und Demeron erbaut. Hier sind ca. 400 Schlüsselstücke des modernen Möbeldesigns von 1800 bis heute zu bestaunen. Das war er, unser kurzer Einblick in die beliebtesten Basler Museen. Das war aber erst der Anfang. Bei einem Besuch in Basel erwarten euch nahezu 40 Museen mit spannenden Sammlungen und Sonderausstellungen.